Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Ohne Raketen keine Raumfahrt. Nur eigene Trägersysteme befähigen einen Staat oder Staatenverbund, sich von der Erde zu erheben und den Weltraum zu nutzen. Als Ort der Forschung, aber auch als Wirtschaftsraum. Galt der Vorstoß ins All lange als ein Prestigewettstreit zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, besetzt auch Europa heute eine führende Rolle unter den Raumfahrtnationen. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Der Weltraum ist ein Wirtschaftsstandort. Um die Erde kreisende Satelliten sind die Basis für immer neue Geschäftsmodelle. Die Herstellung der Satelliten und ihr Transport in den Orbit sind ein Milliardengeschäft. Auch für Europa. Mit ihren Trägerraketen ist das europäische Raumfahrtunternehmen Arianespace der weltweit erfolgreichste Startanbieter für kommerzielle Satelliten. Wir in Europa können richtig stolz sein auf unsere Ariane 5. Sie hat inzwischen fast 100 Starts hingelegt mit einer Zuverlässigkeit von 98%. Damit decken wir fast 50% des Weltmarktes ab. Also wir sitzen wirklich in der Pole Position. Aber es regt sich Konkurrenz. Da gibt es eine kleine Firma namens SpaceX in Amerika, die baut inzwischen eine Rakete, die kostet nur halb so viel. Die Frage ist also, wie lange bleiben wir noch in der Pole Position? Europa ist im All angekommen. Auf der Internationalen Raumstation betreibt die Europäische Weltraumorganisation ESA ein eigenes Labor und schickt regelmäßig Astronauten in den Erdorbit. Der Satellitenmarkt boomt und bei der Erforschung des Sonnensystems und der Erdbeobachtung haben die Europäer die Führungsrolle. Europa ist eine Raumfahrtmacht. Von der eigenen Bevölkerung oft gar nicht wahrgenommen, besetzen die Europäer wichtige Plätze in der internationalen Raumfahrt. Fernerkundung und Umweltschutz haben dabei für die ESA absolute Priorität. Mit der Entwicklung der Raketenfamilie Ariane hat sich Europa einen eigenen Zugang ins All geschaffen und sich gegenüber den führenden Raumfahrtmächten Russland und USA emanzipiert. In fast allen Gebieten ist Europa als Ganzes relativ autonom. Wenn wir alle Kräfte bündeln und alle Kompetenzen zusammenführen, kommen wir sehr, sehr weit. Wie visionär und erfolgreich europäische Raumfahrt sein kann, zeigte die Rosetta-Mission zu dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Mit an Bord der Sonde Rosetta war die Landeeinheit Philae, die auf dem durchs All rasenden Klumpen aus Eis und Staub abgesetzt werden sollte. Die Reise dauerte 10 Jahre, 5 Monate und 4 Tage. Rosetta holte sich dabei mit Swing-By-Manövern 3-mal zusätzlichen Schwung von der Erde und 1-mal vom Mars und ist weit aus dem inneren Sonnensystem hinausgeflogen. 6,4 Milliarden Kilometer legte die Sonde zurück, bevor sie im August 2014 punktgenau den Orbit des Kometen erreichte und von dort die Landeeinheit Philae auf dessen Oberfläche absetzte. Eine noch nie dagewesene Leistung. Die Landung auf einem durchs All rasenden Kometen ist ein Meilenstein in der Geschichte des europäischen Raumfahrtprogramms. Anders als geplant setzte Philae jedoch nicht sanft auf dem Kometen auf, sondern sprang mehrmals über dessen Oberfläche, bis er schließlich zur Ruhe kam. 2 Jahre sendeten Rosetta und Philae unschätzbar wertvolle Daten und Bilder zurück zur Erde, bevor die Mission im September 2016 beendet wurde.
Wir brauchen uns nicht zu verstecken, aber wir können uns auch nicht ausruhen. Wir müssen weitergehen. Raumfahrt braucht den Mut zu Visionen. Entdeckerlust und Neugier sind wesentlich für die menschliche Natur. Ein halbes Jahrhundert, nachdem der Mensch den Mond betrat, denkt man auch in Europa über eine Rückkehr zum Erdtrabanten nach. Allerdings nicht im Alleingang. Der Mond soll als Basis für gemeinsame Zukunftsprojekte der Weltraumnationen dienen. Mit dem Moon Village-Konzept regen die europäischen Raumfahrer eine weltumfassende Zusammenarbeit zur tieferen Erforschung des Alls an. Moon Village ist kein ESA-Programm. Es geht jetzt nicht darum, ESA-Steuergelder zu nehmen und da ein Haus auf dem Mond zu bauen, sondern es geht darum, eine Partnerschaft zu schmieden, die dann auch Ressourcen zur Verfügung hat, weil Interessen da sind, basierend auf den Interessen, dann so eine Art Forschungsinfrastruktur aufzubauen. Vielleicht nicht ganz unähnlich wie das, was die internationale Gemeinschaft im Moment in Antarktika macht, wo eben Forscher oder eben Leute, die dort Interessen haben, Stationen aufbauen, um zu forschen, ihre Interessen eben wahrzunehmen. Die internationale Raumstation fliegt dem Ende ihrer Betriebszeit entgegen. Eine Forschungsstation auf dem Mond wäre ein neuer gemeinschaftlicher Außenposten der Menschheit im All. Ich gehe davon aus, dass diese Moon Village-Idee eine sehr lang anhaltende ist, weil sie eben viele Möglichkeiten bietet für ganz unterschiedliche Akteure, Wissenschaftler, Leute für Ingenieure, für Techniker, Sprungbrettfunktion. Und es wird der Tourismus kommen. Ich bin sicher, dass es auch angeboten wird, dass man sozusagen seine Sommerferien auf dem Mond zubringt. Sicher ist, will der Mensch tiefer ins All vordringen, vielleicht sogar seinen Fuß auf den Mars setzen. Der Mond wäre die ideale Ausgangsbasis. Weniger um Visionen, als vielmehr um lukrative Aufträge im Satellitengeschäft geht es bei der Entwicklung der europäischen Trägerrakete Ariane 6. Die Ariane 6 soll Europas Zugang ins All und die Konkurrenzfähigkeit im hart umkämpften Raketenmarkt auch für die nächsten Jahre sichern. Wir brauchen die Ariane 6, um eben halt auch hier mit den Kosten runterzukommen. Wir wollen Marktführer bleiben natürlich auch. Und das gelingt uns natürlich auch nur, wenn wir konkurrenzfähig Starts anbieten können. Und dadurch wollen wir natürlich auch mit den Preisen runter. Und dann müssen wir eben halt auch wirklich runter. Und das ist der Grund, warum wir die Ariane 6 entwickeln, um eben halt auch genau das Ziel zu erreichen. Aufgeschreckt hat die Raketenbetreiber ein Branchenneuling aus Kalifornien. Die private Raumfahrtagentur SpaceX bietet den Transport ins All zu weit günstigeren Konditionen an, als die Europäer es mit ihren Ariane-Raketen können. Erst wenige Jahre im Geschäft erobert SpaceX immer mehr Marktanteile und zwingt die etablierten Anbieter zum Umdenken. Die Ariane 6 ist ein modern konzipiertes Launch-System, bei dem vor allen Dingen auch moderne Produktions- und moderne Managementsysteme eingesetzt werden können. Bei Ariane 5 war noch viel mehr arbeitsteilig, auch im Sinne von europäische Arbeitsverteilung und vor allen Dingen auch sehr stark auf Manufakturbetrieb abgestellt. Bei Ariane 6 versucht man doch mehr eine industrielle Produktion und auch nach allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen optimiertes, gesamtes industrielles System zu etablieren. Doch es waren die Europäer, die mit ihrer Raketenfamilie Ariane bewiesen, dass man im All Geld verdienen kann. Das Geschäft mit Trägerraketen wurde hier viel früher privatisiert als in den USA oder Russland. Und mit dem Gemeinschaftsunternehmen Arianespace hat Europa ein Unternehmen, das die Raketen seit vielen Jahren erfolgreich vermarktet. Seit dem Erstflug an Heiligabend 1979 sichert die Ariane-Rakete Europa einen Zugang ins All. Bis dahin besaß die amerikanische NASA das Monopol, gegen Bezahlung Satelliten in den Weltraum zu schießen.
Der Grund für die sehr erfolgreichen Ariane-Raketen liegt übrigens bei den Amerikanern. Damals im Jahre 1974 wollten nämlich die Europäer einen eigenen kommerziellen Nachrichtensatelliten bauen, haben sie auch, und der hieß Symphonie. Und den haben wir zu den Amerikanern gebracht und haben gesagt, bitte schießt uns den in den Weltraum. Und haben die Amerikaner gesagt, nö, das machen wir nicht. Denn der Satellit ist Konkurrenz zu unseren eigenen Nachrichtensatelliten. Den dürft ihr nur für Testzwecke benutzen. Und da haben die Europäer gesagt, nee, in Zukunft brauchen wir einen zuverlässigen Zugang zum Weltraum. Und so entstand das Ariane-Programm. Der deutsche Physiker Wernher von Braun war eine zentrale Figur für die ersten Schritte der Menschen auf dem Weg ins All. Der Krieg war der Motor der Entwicklung. Im Auftrag der Nazis entwickelten von Braun und seine Mitarbeiter in Peenemünde an der Ostsee die ballistische Artillerierakete A4. Von der NS-Propaganda in V2, Vergeltungswaffe 2, umgetauft, war sie die erste funktionsfähige Großrakete der Welt. Die Wunderwaffe V2 sollte Tod und Vernichtung tief in feindliches Gebiet tragen. Doch den Kriegsverlauf konnte die Rakete nicht beeinflussen. Am 3. Oktober 1942 wurde von Peenemünde aus eine A4 in Richtung All geschossen. Die Rakete war das erste von Menschen geschaffene Objekt, das über die Erdatmosphäre hinausflog. Wir haben mit unserer Rakete in den Weltraum gegriffen, jubelte der Leiter des deutschen Raketenwaffenprogramms, Walter Dornberger. Zum Kriegsende sicherten sich die USA und die Sowjetunion die Dienste der deutschen Experten. Human Reparation, menschliche Wiedergutmachung oder Friedensbeute nannten die Siegermächte diesen Abtransport von Experten nach Russland oder in die USA. Wernher von Braun stellte sich freiwillig den Amerikanern. Von Braun hatte es gut getroffen. Er dominierte schnell die amerikanische Raketenforschung. Aus der deutschen Wunderwaffe V2 entwickelte er die Atomsprengköpfe tragenden Interkontinentalraketen der USA. Die gleichen Raketen, mit denen dann auch die ersten Amerikaner ins All flogen. In den 60er Jahren entwarf er auf Basis seiner A4-Rakete schließlich die Saturn V, die Mondrakete. Es gibt aber noch eine andere Geschichte. Der Entwicklungsleiter von Peenemünde, damals Helmut Gottrup, wurde von den Russen nach Russland gebracht. Dort entwickelten sie zusammen die R-1-Rakete, das war noch eine militärische. Daraus entstand die R-7-Rakete und das war die Mutter aller russischen Raketen. Zum Beispiel auch die Sojus-Rakete, die ja heute noch fliegt. Mehr noch, die Chinesen kauften die R-7-Technologie und entwickelten daraus ihre Long March. Und so sieht man, wie sich die A4-Raketentechnologie so ganz langsam über die ganze Welt verteilt hat. Europa hatte den Aufbruch ins All fast verschlafen. Um sich einen eigenen Zugang zum Weltraum zu sichern, wurde Anfang der 60er Jahre die ELDO gegründet, die Europäische Organisation zur Entwicklung von Trägerraketen. Auf Basis bereits bestehender nationaler Projekte schraubten sich die Europäer eine eigene Weltraumrakete zusammen. Als außereuropäisches Mitglied wurde Australien mit einbezogen. Nahe der südaustralischen Stadt Woomera befanden sich bereits von Großbritannien eingerichtete Startanlagen, die man nutzen wollte. Zwei Raketen baute die ELDO, doch keine davon funktionierte fehlerfrei. Kurz gesagt, beide Europaraketen der ELDO waren ein Flop. Warum? Nun, das Management hat die vier Raumfahrtnationen nicht in den Griff bekommen. Da waren die Engländer, die Deutschen, die Franzosen und die Italiener. Die Deutschen haben die Oberstufe gebaut, haben sie ganz von vorne gebaut. Die Engländer haben ihre alte Rakete Blue Streak genommen und haben geglaubt, ach, das steuern wir einfach bei, wird schon funktionieren. Und jeder hat einfach sein Ding gemacht und hinterher passte nichts zusammen. Und das führte eben dazu, dass die beiden Raketen beim Start explodierten. Das haben die Nationen natürlich selber auch mitbekommen und sind deswegen peu à peu nacheinander aus der ELDO ausgetreten, bis zum Jahre 1972. Und das war das Ende der ELDO. Für die Europäer war das Anlass, wieder ganz von vorne zu beginnen. Sie haben im Jahre 1975 dann die ESA gegründet und haben alles ganz anders gemacht.
Die neu gegründete Europäische Raumfahrtagentur koordinierte und steuerte von da an die Entwicklung und den Bau einer neuen Trägerrakete. Es war die Geburtsstunde des Ariane-Programms und der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Natürlich war da Europa etwas hintendran. Das lag aber mehr daran, dass dieser extreme Wettlauf im All von den beiden Supermächten Sowjetunion und Amerika getrieben wurde. Aber man kann schon sagen, Europa hat dort sehr viel geleistet. Und das Schöne ist, dass Europa dieses nicht jetzt wieder in klein-klein gemacht hat, sondern eben immer im Versuch, mit den anderen zu kooperieren. Das heißt, die ESA kooperiert natürlich mit den Amerikanern, das ist unser erster Partner. Wir kooperieren aber gleichzeitig auch mit den Russen, wir kooperieren mit den Japanern, mit Südafrika, mit Südamerika und auch mit China. Die Ariane-Raketen diktieren unter der Führung der ESA schnell die Standards in Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Für Europa bedeutet das eigene Tor zum Weltraum politische Souveränität und einen stetig wachsenden Wirtschaftsfaktor. Raumfahrt setzt voraus, dass man Raketen hat. Wer auf diesem Gebiet nicht unabhängig ist, hat eine Achillesferse. Er ist davon abhängig, dass seine Satelliten von anderen Nationen, die möglicherweise nicht wohlgesonnen sind, in das All gebracht werden. Das wäre so, als wenn man einen Spionagesatelliten bei der gegnerischen Partei bestellt. Das geht nicht. Und das hat aber auch etwas mit kommerzieller Nutzung zu tun. Wer selber nicht in der Lage ist, die ganze Wertschöpfungskette in der Raumfahrt abzudecken, ist bei der kommerziellen Nutzung hintendran. Das große Geld wird in der klassischen Nutzung des Erdorbits verdient. Beim Transport von Satelliten ins All, der Vermarktung von Kommunikationssatelliten und dem Verkauf von Fernerkundungsdaten. Satelliten liefern Bilder und Informationen genauer und schneller als je zuvor. Die europäischen Bürger nutzen jeden Tag Raumfahrtprodukte. Das fängt an bei der Wetterkarte, es geht weiter mit der Satellitennavigation. Und das ist ein wichtiger Grundstock. Da kann man ganz kurzfristig von Nutzen sprechen. Den Nutzen, den wir in der Exploration haben, in Form von Inspiration der nächsten Generation von Entdeckern und Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern. Oder der Nutzen der Exploration im Sinne von Technologieinnovation. Das sind Dinge, die sehen wir erst in 10 Jahren. Im Satellitengeschäft ist Europa immer noch Marktführer. Doch echte Innovationen kommen meist aus Übersee. Die amerikanische Raumfahrtagentur NASA übergibt große Teile ihres Geschäfts in private Hände und hat längst ihren Startplatz, Cape Canaveral, für kommerzielle Dienstleister im Weltraumgeschäft geöffnet. Welche Weltraumnationen haben Startrampen und wo liegen die eigentlich? Beginnen wir mit den Amerikanern. Die hatten schon seit Ende der 50er Jahre traditionell ihre Startrampen in Cape Canaveral, also im Süden von Florida. Aber das Militär hatte immer darauf bestanden, auch Startrampen auf der anderen Seite des Kontinents zu haben, das heißt in Kalifornien. Deswegen gibt es Vandenberg im Süden von Kalifornien. Schauen wir uns jetzt die Russen an. Die haben ihre Startrampen nach Baikonur verlegt, mitten in der kasachischen Steppe. Warum? Nun, drumherum ist nichts. Und das ist sehr wichtig bei Startrampen, denn sollte beim Start was passieren, wenn sie zum Beispiel explodiert oder die unterste Stufe herunterfällt, dürfen Menschen nicht beschädigt werden. Und das gilt für alle Startrampen weltweit. Die andere Rampe hatten sie nach Pletesk, das heißt in den Norden von Russland, gelegt. Damit kann man schön polare Bahnen abdecken. Die Chinesen haben ihrerseits in China Startrampen, die Japaner in Japan und die Inder in Indien. Und dann gibt es ja noch den schönen Fall von Europa, denn die können ihre Raketen natürlich nicht von Europa starten. Dazu ist das Gebiet viel zu dicht besiedelt. Und da haben die Franzosen gesagt, oh, da haben wir eine schöne Kolonie, Französisch-Guayana in Südamerika. Da ist nichts drumherum, nur Meer und da starten wir unsere Raketen. Und so wird es bis heute gemacht. Europas Weltraumbahnhof liegt in Südamerika. Auf einem schmalen Küstenstreifen nahe der Stadt Kourou in Französisch-Guayana.
Von den von Dschungel umgebenen Startrampen fliegen seit 1979 die Ariane-Raketen ins All. Bereits 1964 wurde das Raumfahrtzentrum errichtet. Hier testeten die Franzosen ihre eigenen Raketenentwicklungen bis zur Gründung der Europäischen Raumfahrtagentur und dem Bau der Ariane. Nur knapp 500 Kilometer vom Äquator entfernt ist Kourou der ideale Ort für eine Reise in den Weltraum. Es gibt in Europa keinen Raketenstartplatz. Und das hat damit zu tun, dass sie eigentlich sehr nah am Äquator starten wollen. Die Erde dreht sich ja von Westen nach Osten. Und das heißt, jeder Punkt auf der Oberfläche dreht sich ja in 24 Stunden einmal mit. Und das heißt, er hat eine gewisse Oberflächengeschwindigkeit. Am Äquator ist die Oberflächengeschwindigkeit am größten, denn Sie müssen in 24 Stunden 40.000 Kilometer zurücklegen. Wenn Sie nun Satelliten starten, starten Sie den immer nach Osten, weil Sie diese Geschwindigkeit des Standortes schon dem Satelliten mitgeben. Und deswegen ist es sehr viel energieeffizienter, wenn Sie vom Äquator starten. Seit Mitte der 90er Jahre startet von Kourou aus auch der Stolz der europäischen Raumfahrt. Die Ariane 5. Nach einigen Pannen zu Beginn des Programms und einem missglückten Jungfernflug, bei dem die Rakete explodierte, ist die Ariane 5 längst zu einem Inbegriff der Zuverlässigkeit geworden. Etwa alle 8 Wochen schießt eine Ariane 5 vom Weltraumbahnhof Kourou aus Satelliten ins All. Oft mehrere gleichzeitig. Etwa 11 Tonnen Nutzlast kann der Schwerlasttransporter in eine geostationäre Umlaufbahn heben und bis zu 20 Tonnen in einen erdnahen Orbit. Der Erstflug der Ariane 5 war ja 1996 und das war eben halt wirklich ein sehr großes und ist natürlich ein sehr großes europäisches Raumfahrtprojekt. Und die Firmen, die eben halt diese Rakete eben halt auch entwickelt haben, sind zusammengewachsen und da herrscht natürlich ein sehr guter Austausch, also auf technischer Ebene auch. Und dadurch kennt man eben halt dieses Produkt sehr gut und das führt dann eben halt auch zu dieser großen Zuverlässigkeit. Ein entscheidender Kostenfaktor beim Satellitentransport sind die Versicherungssummen. Je sicherer die Rakete, umso geringer fällt die zu zahlende Prämie aus. Die Kunden lieben eben halt diese Zuverlässigkeit, wenn sie eben halt Satelliten in Orbit bringen wollen. Dann wollen sie eben halt einen zuverlässigen Termin haben und wollen natürlich auch sicherstellen, dass ihr millionenschweres Produkt dann eben halt auch sicher genau an den Ort abgeliefert wird, wo er hin soll. Und das setzt uns momentan schon doch noch sehr stark von den Amerikanern, aber nicht nur von den Amerikanern, eben halt auch von den Russen und von den Chinesen und den Indern ab. In Qualität und Zuverlässigkeit ist die Ariane 5 noch konkurrenzlos auf dem weltweiten Raketenmarkt. Doch um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, bauen die Europäer an ihrer Nachfolgerin. Die Entwicklung von Raketen und der Zugang zum Weltraum sind natürlich auch eine strategische Fähigkeit, die wir haben. Weil ohne Raketen würden wir auch kommerziell nicht so erfolgreich sein können. In Europa wird viel Geld verdient mit Satelliten, die auch verkauft werden an andere Kunden. Und Ariane ist extrem erfolgreich, weil sie sehr zuverlässig ist. Ariane ist vielleicht nicht die billigste Rakete der Welt. Wenn man aber die Versicherungskosten mit einberechnet, dann sieht das Geschäftsmodell schon viel besser aus. Und sie ist tatsächlich ein unheimlich gutes Arbeitspferd. Das Ariane 6-Programm beendet die Ära der Ariane 5. Mit der Ablösung durch die komplett neu entwickelte und kostengünstigere Ariane 6 will sich Europa auch in Zukunft das Tor zum Weltall offen halten. Was macht eigentlich die Raumfahrtindustrie in Deutschland? Nun, wir haben 2 große Firmen, OHB und Airbus. OHB baut in Bremen fast in Serie unsere Galileo-Satelliten, die Navigationssatelliten, und Airbus in Friedrichshafen fast in Handarbeit große Wissenschaftssatelliten und damit sind sie wirklich Weltspitze. Das vielleicht Interessanteste ist in Bremen. Dort gibt es nämlich auch Airbus und die bauen nicht nur den Beitrag zur Raumstation, die Columbus Facility, das ist unser Raumlabor dort, sondern sie haben auch das ATV gebaut. Das ist das Versorgungsschiff zur Raumstation. Damit sind wir insgesamt 5-mal dorthin geflogen.
Und das hat die Amerikaner mächtig imponiert. Und deswegen haben sie zu den Europäern gesagt, das möchten wir auch haben, und zwar für unsere Orion. Und deswegen wird im Augenblick dort das ATV umgebaut zum Service-Modul. Und damit werden wir in den nächsten Jahren zum Mond fliegen. Das US-amerikanische Orion-Programm soll die NASA wieder zur eigenen bemannten Raumfahrt befähigen. Dabei hat die NASA nicht den erdnahen Orbit im Blick, sondern vielmehr die Erforschung des tiefen Alls. Und sie wollen mit dem Raumschiff zum Mond zurückkehren. Wie die frühen Apollo-Kapseln ist auch Orion modular aufgebaut. An die Kapsel für die Crew schließt das Versorgungsmodul an. Dieses bauen die Europäer für die NASA. Es ist für den Antrieb, die Energieversorgung und das Lebenserhaltungssystem verantwortlich. Außerdem sichert das Service-Modul die Versorgung der Astronauten mit Strom, Trinkwasser und Atemluft. Mit dem European Service Module kommt Europa zum ersten Mal auf den kritischen Pfad einer amerikanischen Trägerrakete. Ohne dieses europäische Service Module fliegt dieses System nicht. Das ist ein großer Schritt, den die Amerikaner dort gemacht haben, für den man nur wirklich dankbar sein kann. Und ich glaube, dass wir damit einen ganz wichtigen Beitrag für die Entwicklung der europäischen Raumfahrt leisten. Das Service-Modul ISM wird von Airbus in Bremen gebaut. Es ist das erste Mal, dass Europäer an dem Bau eines Raumschiffs beteiligt sind, das Menschen tief ins All fliegen soll. Das ISM basiert auf dem ebenfalls in Deutschland gebauten Raumfrachter ATV. Das ATV wurde zur Versorgung der Raumstation eingesetzt. 7,5 Tonnen Fracht konnte das Raumschiff zur ISS transportieren und sicherte so den Nachschub mit Nahrung, Wasser, Sauerstoff und Treibstoff. Das unbemannte ATV berechnete eigenständig seinen Kurs und dockte automatisch an der Raumstation an. Die dafür entwickelten Technologien fließen in den Bau des Service-Moduls ein. Wie auch das Service-Modul ISM war das ATV Bestandteil eines Tauschgeschäfts zwischen ESA und NASA. Mit der Bereitstellung der Technik begleichen die Europäer ihren Anteil an den Betriebskosten der internationalen Raumstation. Reden wir doch mal über Geld. Wie viel Geld hat eigentlich die ESA? Nun, Sie sehen, das typische Budget beträgt 5,2 Milliarden Euro. Und es heißt ja immer, die bemannte Raumfahrt sei das teuerste davon. Aber wie Sie hier sehen, stimmt das überhaupt nicht. Den größten Beitrag hat Erdbeobachtung mit 30%. Also all die Satelliten, die da oben fliegen und diese Daten aufnehmen. Danach kommen die Launcher, also Ariane 5 und Ariane 6, mit einem Anteil von 20%. Danach kommen Navigation, also die Galileo-Satelliten, die Herstellung und der Betrieb. Und dann an vierter Stelle Scientific Program, also die wissenschaftliche Nutzung solcher Daten. Und erst an fünfter Stelle kommt mit nur 7%, und das sehen Sie hier, die bemannte Raumfahrt. Also Sie sehen, die ganzen Gerüchte über die bemannte Raumfahrt stimmen nicht. Umgekehrt, wer sind die größten Beitragszahler in die ESA? Da steht an erster Stelle Deutschland mit etwa 800 Millionen Euro. An zweiter Stelle Frankreich mit etwa 700 Millionen Euro. Aber ganz wichtig dabei ist das sogenannte Geo-Return Principle. Das bedeutet, jeder Staat, der eine bestimmte Menge Geld in die ESA einzahlt, bekommt etwa genauso viel wieder zurück an die eigene Raumfahrtindustrie. Durch die Beteiligung an der ISS ist es Europa auch möglich, ein eigenes Astronautenkorps zu unterhalten. Und so stellen regelmäßig Europäer Teile der Besatzung der Raumstation. Die Möglichkeit, selbst Astronauten ins All zu bringen, hat Europa allerdings nicht. Es war nie so gedacht, dass wir bemannte Raumfahrt machen, sondern es geht um Satelliten in ganz verschiedenen Zusammenhängen und es geht um Forschung. Das war klar. Also insofern hat Europa nie mit zum Beispiel den Amerikanern oder den Chinesen um bemannte Weltraumfahrt konkurriert. Die europäischen Budgets ließen eine eigene bemannte Raumfahrt auch gar nicht zu. Der ESA-Ministerrat beschließt alle 2 Jahre zukünftige Projekte und genehmigt die finanziellen Mittel. Die Frage, ist das teuer? Ja, Raumfahrt ist teuer, weil auch besondere Sicherheitsanforderungen erforderlich sind.
Und vor allen Dingen, Raumfahrt muss auf einen Betrieb von 15 bis 20 Jahren ausgelegt sein. Sie können ja nicht einfach mal einen Monteur hochschicken, der einen Satelliten wartet. Aber die Frage ist natürlich auch immer, strategische Unabhängigkeit, wie viel ist das wert? Wie viel ist es wert, dass europäische Kommunikationssatelliten ins Weltall schicken und damit vielleicht auch die Kommunikationssysteme für Europa alleine bestimmen, wie viel ist das wert? Wie viel hat das zu tun mit Pressefreiheit? Wie viel hat es mit Meinungsfreiheit? Solche Dinge muss man ganz anders bewerten als über Haushaltsbudgets. Hauptkostentreiber ist immer der Transport ins All. Das Überwinden der Erdanziehungskraft verschlingt das meiste Geld in der Raumfahrt. Und hier sehen visionäre Unternehmer ihre Chance am Markt. Durch eine Massenproduktion und Einheitsantriebe konnte Elon Musk die Startkosten für seine Raketen stark senken. Dass sich auch die Wiederverwendbarkeit der Raketen positiv auswirkt, konnte SpaceX aber noch nicht belegen. Kunden, die mit einer Gebrauchtrakete fliegen, bekommen jedenfalls einen Rabatt. Doch ohne stützende Staatsaufträge können auch die privaten US-Raumfahrtunternehmen noch nicht überleben. Man darf nicht davon ausgehen, dass das jetzt wirklich einfach privat investiertes Geld ist. Gerade SpaceX hat langfristige Verträge mit der NASA gemacht. Das sind sehr schöne Verträge, die ihnen Sicherheit geben. Und mit dieser Sicherheit können sie natürlich auch entwickeln. Und auch die Entwicklung, die Triebwerke, die sie benutzen, sind ja NASA-Triebwerke, von der NASA ursprünglich entwickelt worden. Also ich will das nicht kleinreden. Ich finde es fantastisch. Und sie machen uns Druck durch ihre Preispolitik. Nicht nur durch ihre Kosten, sondern auch durch ihre Preispolitik. Durch ihre Herstellverfahren, also wenn Sie bei SpaceX mal durch die Hallen gehen, das sieht halt anders aus als bei uns. Sie können auch Risiken eingehen, die, wenn wir die eingehen, kriegen wir da immer relativ heftig gleich Kritik. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese privaten Investoren und diese privaten Akteure haben. Ich will aber auch sagen, dass zum Beispiel Arianespace, also der europäische Raumfahrtbetreiber und Raketenbetreiber, ist ja auch eine private Firma. Es ist ja nicht so, dass das der Staat ist. Wie einst Henry Ford den Automobilbau revolutionierte, erfindet Elon Musk mit seiner Firma SpaceX den amerikanischen Raketenbau neu. Denn auch die US-Raumfahrtagentur NASA muss mittlerweile hart sparen. Dadurch, dass die europäischen Staaten ja immer auch Gelder dazu tun mussten und das für sie auch eine wirtschaftliche Rechnung war, ich gebe was da rein, was bekomme ich denn raus? Kann der Satellit dann für mich starten, bekommt meine Industrie was wieder, hat man diese Wirtschaftlichkeitsrechnung in Europa viel mehr betrieben als in den USA, wo man doch sehr viel idealistischer daran geht. Um flexibler auf das wachsende Satellitengeschäft reagieren zu können, nahm die ESA die italienische Raketenentwicklung Vega in ihr Programm mit auf. Im Gegensatz zur Schwerlastrakete Ariane 5 ist die Vega für den Transport kleinerer Satelliten ausgelegt. Und gerade für diese Satelliten wächst der Markt. Wie teuer ist eigentlich ein Flug in den Weltraum? Das hängt davon ab, mit wem man dahin fliegt. Nehmen wir die europäische Ariane 5. Da kostet ein Start 140 Millionen Euro. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist aber verdammt teuer. Nein, so teuer ist das gar nicht im Vergleich zum Satelliten, der da hochgebracht wird. So ein Satellit kostet typischerweise 400 Millionen Euro. Die Satellitenbetreiber müssen natürlich trotzdem auf jeden Euro achten. Und deswegen ist im Augenblick SpaceX mit ihrer Falcon 9-Rakete der große Liebling. Denn die verlangen für den Start nur 60 Millionen Euro. Und deswegen hat sich Europa überlegt, eine neue Rakete zu bauen, die Ariane 6. Und die soll nur noch 90 Millionen für größere Satelliten und 75 Millionen für kleinere Satelliten kosten. Damit liegen sie zwar noch über SpaceX, aber weil sie so zuverlässig sind, diese Ariane 6, werden die Versicherungspreise niedriger sein. Aber SpaceX hat noch ein großes Faustpfand. Die haben nämlich noch preislich Luft nach unten. Die könnten im Prinzip für einen Start nur 40 Millionen Euro verlangen. Und damit hätte Ariane 6 wirkliche Probleme. Noch können sich europäische Unternehmen im Wettbewerb gut behaupten. Doch Raumfahrt ist mittlerweile ein knallhartes Geschäft mit ganz neuen Mitbewerbern.
Nicht nur SpaceX drängt auf den Markt. Auch China und Indien bieten inzwischen Startkapazitäten an. Und auch die fortschreitende Digitalisierung in einer globalisierten Welt schafft die Notwendigkeit zu mehr Risikobereitschaft und Beweglichkeit. Es gibt mehr Konkurrenz. Und es gibt auch private Unternehmen, die ganz gezielt auf günstigere Preise abstellen. Wenn man kommerzielle Raumfahrt auf Dauer betreiben will, dann muss man den Zugang zum Weltall nicht nur sicher gestalten, auch strategisch sicher, sondern eben auch zu günstigen Preisen anbieten. Der weltweit größte Nutzer von kommerziellen Satelliten ist die Luxemburger Firma SES. Über 6.500 TV-Kanäle überträgt der Satellitenbetreiber. Mindestens 70 Satelliten kreisen für SES im All. Ein Großkunde für Raketenstarts, der auf Effizienz und Zuverlässigkeit angewiesen ist. Wir können in keinem Falle uns exklusiv auf eine Rakete und ein Raketenkonzept nur stützen. Zugang zum All heißt für uns, dass wir mehrere Raketenanbieter brauchen. Nicht um zwischen ihnen zu entscheiden, sondern um jeweils den richtigen Launcher zu finden, weil wir normalerweise pro Jahr leicht und locker eine Handvoll Launches haben. Das heißt, wir müssen Satelliten ins All bringen, die andere ersetzen, und wir müssen Satelliten ins All bringen, die unsere Flotte wachsen lassen. Bereits seit Anfang der 60er Jahre können Fernsehbilder über Satellit übertragen werden. Doch erst die kommerzialisierte Fernsehlandschaft verhalf der Verbreitung über Satellit zum Durchbruch. Als in Deutschland Mitte der 80er Jahre das Privatfernsehen freigegeben wurde, standen die Luxemburger mit ihrem Astra 1A-Satelliten bereit. Wir hatten technisch auf das Richtige gesetzt und wir hatten plötzlich einen Satelliten über Europa, der es ermöglichte, verschiedenen Investoren, ob das die Kirchgruppe ist oder RTL, ein Fernsehen zu starten, ein kommerzielles Geschäftsmodell zu starten, an das sie geglaubt hatten, das aber noch niemand wirklich ausprobiert hatte in Europa. Und dann haben wir natürlich historisch Glück gehabt, weil dieser Satellit genau anfing zu senden, in dem Jahr, als am Jahresende die Mauer fiel. Mit der Öffnung des Ostens und der Wiedervereinigung Deutschlands explodierte der Markt für die Anbieter von Satellitenfernsehen. Doch es geht nicht mehr nur um Fernsehen, sondern auch um allgemeinere Kommunikationslösungen und die globale Verbreitung des Internet. Für die weltumspannende mobile Kommunikation sind Satelliten konkurrenzlos und Gold wert. Sie bieten Anwendungsmöglichkeiten, an die man vor zwei Jahrzehnten noch gar nicht gedacht hat. Der Luxemburger Staat hat nicht nur darüber profitiert, dass er halt die Steuereinnahmen und die Dividenden dieser Gesellschaft bekommt. Es hat sich um diese Gesellschaft herum ein Mikrokosmos an Gesellschaften entwickelt, die im Space-Bereich tätig sind. 1,8% der Wertschöpfung in Luxemburg kommt aus dem Space-Bereich. Das ist der höchste Wert in der gesamten Europäischen Union. Und allein das zeigt, dass wenn man Mut hat, neue Dinge anzugehen, dass man dann auch viel mehr Chancen hat, dass das funktioniert und dass man, ich sag jetzt mal, einen Vorteil hat gegenüber anderen Leuten. Das winzige Großherzogtum plant in großen Dimensionen. Auch die Ausbeutung von Rohstoffen im All steht auf der Agenda. Es geht weniger um Platin und Gold, als zum Beispiel um die Gewinnung von Raketentreibstoff und seine Vermarktung direkt im All. Luxemburg denkt hier nicht in Zeiträumen von ein paar Jahren, sondern von mehreren Jahrzehnten. Das Land hat sich immer wieder ändernden Wirtschaftsbedingungen anpassen müssen und entwickelt Strategien und Visionen für die Zukunft. Wir sind der Meinung, dass Rohstoffe im Weltall mittel- bis langfristig abgebaut werden. Also dass es nicht die Frage ist, ob es passiert, nur die Frage, wann es dann genau passieren wird. Und Luxemburg war immer Vorreiter in neuen Wirtschaftsmodellen. Wir haben uns immer neu erfinden müssen. Und wir werden überrannt von Firmen aus der ganzen Welt, von Forschungsinstituten aus der ganzen Welt, die jetzt nach Luxemburg schauen, die sich in Luxemburg etablieren möchten und die mit Luxemburg zusammenarbeiten wollen. Und genau das haben wir eigentlich ja bewirken wollen.
Die Raumfahrt steht am Beginn eines goldenen Zeitalters. Und gerade der erdnahe Orbit verspricht ganz neue Verdienstmöglichkeiten für visionäre Unternehmer. Wir haben seit vielen Jahren Gründerzentren im Umfeld von Forschungseinrichtungen etabliert. Wir haben dort ein Milieu geschaffen, wo jungen Unternehmen Unterstützung angeboten wird, nicht nur im Bereich der Technik. Das haben die jungen Gründer meistens drauf. Was sie lernen müssen, ist Betriebsführung, Rechtsfragen, Businessmodelle. Wo ist der Markt? Wo lässt sich Geld verdienen? Und diesen Support bekommen diese jungen Unternehmen. Der Fortschritt der Technologie beschränkt Weltraumfahrt nicht mehr nur auf staatliche Institutionen. Gezielt wird der Nachwuchs an Ingenieuren und Wissenschaftlern gefördert. So bietet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Studententeams die Möglichkeit, eigene Raketenantriebe und Satelliten zu entwickeln und auch zu testen. Immer mehr Start-ups entstehen, die ihr Geschäftsfeld im All sehen. Sei es bei der Entwicklung von Forschungsraketen oder auch dem Bau von Minisatelliten. Werden solche Teams den etablierten Raumfahrtunternehmen den Rang ablaufen? Nein, mit Sicherheit nicht. Warum? Nun, sie müssen größten Wert auf den Preis legen. Und wie drückt man den Preis? Nun, man geht einfach in den Baumarkt und kauft alles zusammen, was es da so gibt. Und dann steckt man alles zusammen und hofft, dass es funktioniert. Und es funktioniert natürlich nicht. Als so ein Team hat man genügend Zeit, dran rumzubasteln, bis es einigermaßen funktioniert. Aber wenn dann so ein Satellit im Weltraum ist, funktioniert er meist dann doch nicht. Oder vielleicht nur ein Jahr. Und das ist ein komplett anderes System als das, was die Raumfahrtfirmen machen. Die bauen einen Satelliten, der muss von Anfang an bis zu 15 Jahren funktionieren. Das kostet eine Menge Geld, aber darin steckt auch eine Menge Erfahrung. Das heißt, solche Teams können sowas natürlich nicht, aber wenn sie eine wirklich gute Idee haben, dann können sie daraus ein Unternehmen machen und werden auch erfolgreich. Immer neue Anwendungen werden durch Satelliten geschaffen. Ein ununterbrochener Datenstrom aus dem All. Um diese Flut an Informationen ohne Zwischenspeicherung und in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, plant die Europäische Raumfahrtagentur ein System von Relais-Satelliten. Sie sollen per Laserlicht die von Erdbeobachtungssatelliten gesammelten Daten zur Erde schicken. Es ist die Schaffung einer Datenautobahn im All. Es gibt Ideen, ja, dass man wirklich die ganze Welt mit dem Internet vernetzt. Und das geht eben halt wirklich nur durch einen Weltraum, indem man eben halt Satelliten in den Weltraum bringt. Das ist eine Industrie, die betrieben werden möchte. Und wir werden uns natürlich dementsprechend aufstellen, genau das auch so zu tun. Und werden uns natürlich auch mit unseren Produkten dementsprechend darauf einstellen. Aus dem All gewonnene Informationen haben eine große ökonomische, aber auch ökologische Bedeutung. Mit dem Copernicus-Programm hat sich Europa eine unabhängige Infrastruktur für Erdbeobachtung und Dienstleistungen der Geoinformation geschaffen. Aus dem Erdorbit heraus haben die Sentinel, zu Deutsch Wächter genannten Satelliten, Küsten, Gebirge, Gletscher und Städte im Blick. Sie analysieren die Erdatmosphäre, überwachen den Zustand der Ozonschicht und registrieren jede Klimaveränderung. Mit dem Copernicus-Programm ist Europa unabhängig von internationalen Erdbeobachtungsmissionen. Wir haben in Europa eine Fähigkeit, die vielen anderen internationalen Partnern abgeht, und das ist unsere Fähigkeit zu koordinieren. Da tun sich viele große Länder wie Russland, USA ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, dass auch kleinere Partner mitreden wollen. Uns Europäern wurde das in die Wiege gelegt. Wir schaffen es seit langer Zeit in Europa mit vielen Partnern am Tisch Lösungen zu finden, die vielleicht nicht immer optimal sind, aber oft im Konsens getroffen werden. Und im Weltraum ist sowas einfach eine Schlüsselfähigkeit. Weitere Unabhängigkeit für Europa verspricht das Satellitennavigationssystem Galileo. Es ist das erste System, das nicht unter militärischer Kontrolle steht. Die kosmischen Wegweiser starten mit 10 Jahren Verspätung und exorbitant gestiegenen Kosten.
Das Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Raumfahrtagentur und der EU-Kommission verspricht Eigenständigkeit. Doch wird Galileo nicht als Konkurrenz, sondern auch als Ergänzung zu den bestehenden Systemen gesehen. Moderne Geräte greifen auf die Daten aller Navigationssatelliten zu. Die Genauigkeit steigt dadurch enorm. Wir können vieles selber machen. Ja. Wir haben ja jetzt mit Galilei und unser eigenes Navigationssatellitenprogramm hochgezogen. Wir haben eigene Röntgensatelliten und auch viele andere kleine und größere Satelliten, Nachrichtensatelliten. Alles das machen wir alles selber. Das ist, glaube ich, eine große Erfolgsgeschichte auch für die Europäer insgesamt, denn davon profitieren alle. Ob mit dem Betrieb von Satelliten oder aber mit Missionen tief ins Sonnensystem. Die Europäer haben sich ihren Teil des Alls erobert. Was sind die aktuellen Themen in der europäischen Raumfahrt? Ganz oben auf der Liste steht die Ariane 6. Wie kriegen wir die kostengünstiger, ist die Frage. Und die Antwort der ESA lautet, wir müssen die Entwicklung und den Bau an Raumfahrtunternehmen übertragen. Das heißt, ein neues gegründetes Unternehmen, nämlich ASL, Airbus Safran Launchers, übernimmt sowohl Entwicklung als auch Bau und damit soll der Preis runtergehen. Die Frage ist natürlich, ob damit auch die Zuverlässigkeit gewährleistet ist. Die Zukunft wird das zeigen. Die zweite große Frage ist die, wie geht's weiter mit der Raumstation? Denn die wird von den Raumfahrtnationen ja nur bis zum Jahre 2024 betrieben. Entweder sie wird danach verschrottet oder sie wird übergeben an neue kommerzielle Unternehmen, die diese Raumstation kommerziell nutzen. Und ob das funktioniert, das wird sich erst noch zeigen. Und dann kommt noch der dritte Punkt, nämlich die Exploration des Universums. Also weg vom niedrigen Erdorbit, weg von der Raumstation, wieder hin zu den Tiefen des Universums. Im März 2016 startete die ESA eine Expedition zu unserem Nachbarplaneten Mars. ExoMars soll untersuchen, ob auf dem roten Planeten einmal Leben existiert hat oder vielleicht noch existiert. Die abgesetzte Sonde Schiaparelli zerschellte jedoch auf der Marsoberfläche. Ein herber Rückschlag, aber nicht das Ende der Mission. Der Orbiter sammelt weiterhin Daten aus der Atmosphäre. In einer zweiten Mission soll dann ein Roboter auf dem Mars landen und Bohrproben nehmen. Solche Programme kosten viel Geld. Und reine Wissenschaftsmissionen stoßen nicht immer auf die Liebe der europäischen Raumfahrtminister. Das ist so ein bisschen auch der gesellschaftlichen Entwicklung heutzutage geschuldet, dass man immer überlegt, lohnt sich etwas? Exploration leidet ein bisschen unter diesen Gedanken, also Erforschung des Unbekannten. Ich glaube, dass wir diese Explorationsthemen ein Stück weit unterschätzen in ihrer Wirkung. Sie geben nämlich der Bevölkerung, jedem Einzelnen, das Gefühl, du kannst träumen und Träume können wahr werden. Europa ist ins All vorgestoßen. Die europäische Raumfahrt ist breit aufgestellt. Sie schickt Astronauten ins All, betreibt Forschung, bemannt und unbemannt, entwickelt Raketen und Satelliten und ist führend in der Erdbeobachtung. Doch die Raumfahrt unterliegt ständigen Änderungen und der Mensch ist ein nie ruhender Entdecker. Neue Ziele müssen gesteckt werden. Wie wird es mit der Raumfahrt in Europa weitergehen? Nun, da gibt es ja die wichtigen Projekte Erdbeobachtung, Navigation, Raketen, Wissenschaft im Weltraum. Die machen den Löwenanteil von 75% aus und das wird auch so bleiben. Und das ist auch gut so. Und dann gibt es ja dieses Leuchtturmprojekt bemannte Raumfahrt. Das wird auch so bleiben, solange die Raumstation da oben bleibt und das wird bis zum Jahre 2024 so sein. Aber danach beginnt das goldene Zeitalter für uns Weltraumfreaks. Danach geht's nämlich zum Mond und danach ab zum Mars. Europa hat sich im Weltraum etabliert. Die Europäische Raumfahrtagentur koordiniert und steuert das Engagement und balanciert dabei zwischen den Interessen von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Europa ist ein erfolgreicher Eroberer und Entdecker im All. Doch damit dies auch in Zukunft so bleibt, braucht es Mut und Visionen.